das Ganze da hat uns jetzt nicht unbedingt vom Weg abgebracht. Wir haben gewusst, es wird hart. Und ja, eben, wie schon gesagt, es fängt nächste Woche bei null an. Wir werden wieder alles geben, um die dritte Medaille können heizen. Es muss noch ein bisschen mehr kommen. Also ich denke, es sind jetzt noch zwei knappe Kämpfe, die wir verloren haben über drei Drittel. Und die müssen wir sicher umbringen und dann haben wir sicher berechtigte Chancen für die Bronzemedaille. Also die Mannschaft ist sicher noch genug gut, absolut. Die Serienswinner waren wirklich sehr, sehr unglücklich. Sie haben sie aufgenommen und da haben wir wirklich nicht mehr können kehren bzw. bremsen. Aber ich sage, wir sind sicher auch greif dran als junge Mannschaft. Es kann es halt mal geben, dass es wirklich einen Abend gibt, der wirklich ganz schlecht läuft. Aber grundsätzlich, ich sage, das hat uns sicher auch einen Schritt weitergebracht und das macht uns grundsätzlich auch stark. Mal sind wir jetzt hinten nach einem Finale. Dreimal sind wir zweit gesehen. Zu Hause wollten wir es doch einmal schaffen, dass wir den Schweizer Meister auf Hegesil holen können. Und das wäre noch schönere Gefühl, wenn wir einmal jetzt da das haben können und Schweizer Meister werden. Demo wollen wir Gold wirklich. Ich denke, seit vor drei Jahren haben wir uns sicherlich vielleicht zu früh zufrieden gegeben mit dem zweiten Platz. Aber jetzt demo wollen wir wirklich das Gold haben. Das wäre ein krönender Abschluss nach den x Jahren, als ich jetzt Hegesil gearbeitet habe. In allen Chargen, nicht nur zuletzt als Präsident. Das wäre das Schönste noch. Und man könnte passieren, jetzt, als wir noch Schweizer Meister wurden. Und ich nachher dann sagen könnte, jetzt habe ich ruhige Gewissen zurückgetreten.